Ja, Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Runde Let's Play. Clash of Clans. Oh, ich muss mal eben mit meinem Stuhl ein bisschen höher und ja. Wie ihr seht, vor dem Livestream ist nach dem Livestream und jetzt sind wir wieder zurück und wollen mal ein bisschen noch clashen. Und ja, bei euch ist es jetzt Samstag. Samstag. 17 Uhr natürlich. Was rede ich denn? Ihr habt den Livestream schon geguckt, den ich hochgeladen habe. Das freut mich natürlich und wir wollen einfach mal gucken, was wir noch so machen können. Wann Aufnahme? Nehme gerade auf. Ich hoffe, Matthias ist mir nicht allzu böse. Hoffe, du bist nicht böse wegen dem Live. Ach fuck, ich verschreibe mich die ganze Zeit. Wegen dem Livestream. Ja, wir haben ja ein paar Witze gemacht über Matthias, dass er angeblich nicht mitmachen konnte, weil seine Mutter. Weil seine Mutter ihn nicht gelassen hat. Das fand ich schon sehr lustig. Ja, Huni Hunsen war dabei. Vielleicht werden wir ihn noch öfter sehen. Er hat ja auch Bereitschaft bekundet, da bald mal mitzumachen bei irgendwas. Und ja, war da schon. Ich hoffe mal, einige haben es geguckt. Und ja, wenn man sein Zimmer nicht aufräumt, so wie der Matthias, dann geht das nicht. Aber wir gucken einfach trotzdem mal eben. Wir besuchen ihn mal einfach, unseren kleinen Spezi, und schauen mal, was er so gemacht hat. Er hat gemarkt. Ja, noch nicht so viel eigentlich, aber ich finde da natürlich hier, das kann er hier oben, kannst du dir sparen, Matthias. Mit der Mauer. Und ja. Die Euter sind prall gefüllt hier, das Elixierlager. Und was gibt's Neues? Oh, oh. Ich flüchte schon mal. Herr Huhn war auch nicht ganz unschuldig. Ja, und wenn einer nochmal fragt, nein, natürlich war ich nicht mit Gronkh in einer Klasse. Das habe ich natürlich nur so gesagt, weil ich immer gefragt werde, wie alt ich bin, da sage ich mal 12,5. Aber ihr seht es ja jetzt hier vor euch, wie alt ich bin. Also könnt ihr ungefähr abschätzen, wenn ihr mich ja hier seht. So zwischen, ich würde mal sagen, 12,5 und 100, so den Dreh, müsste es wohl ungefähr passen. Und ja, wir wollen jetzt mal angreifen. Ihr seht es, ich habe Pekkas Theater schon mal angefangen, da ist aber noch einiges an Beute übrig. Und das machen wir auf jeden Fall irgendwann noch später. Und ja, wenn ihr euch wundert. Ne, ihr seht, ich weiß gar nicht, ob ich das reinschneide. Was man hier noch. Alter, den greifen wir an. Den greifen wir an. Alter, wie gut. Thumbnail gefunden. Den greifen wir an. Ich habe 25. Lol, ich habe 25 Riesen übrig. Du wirst so kaputt gehen, Junge, ich schwör's dir. Ah, nice. Nix in seiner Clanburg drin, der Gute. Tja, böser Fehler. Böser Fehler. Ich weiß gar nicht, wo ich angreifen soll. Die Base ist generell einfach so geil zum Angreifen. Oh, wie süß, er hat einen Päcker. Ja, mach mich kaputt, genau. Dann mach ich dich da kaputt, Alter. Ich würde sagen, wir greifen hier an. Heilzauber 1. Greifen wir hier an. Greifen wir da an. Rödeln wir hinten noch so ein bisschen rum. Machen da noch ein bisschen was kaputt. Schicken wir noch unseren Spezi hinterher. Zack. Schon hat er, nein, jetzt macht er da den Mauerbrecher. Ich glaube, ich gehe kaputt. So, machen da noch was hin. Jetzt habe ich leider keinen Brecher mehr hier. Na egal. Jetzt ist unten zwar noch was, aber pff, scheiß drauf. Ich brauche noch nicht mal mehr einen Zauber, ey, ganz ehrlich. So eine Base. Die Base ist ein Witz. Guckt euch das mal an, ey. Die Mauern-Level, was ist das? Mauern-Level 4 für einen Rathaus 8, ey. Oh, hat eine Bombe hingesetzt. Huh, jetzt habe ich aber Angst. Kommt ein Magier, was ist das, Level 2 oder was? Kommt ein Magier Level 2 und will mich doch kaputt machen? Guck mal, wie viele Riesen ich noch habe, ey. Ich mach den so fertig. Snack ich mir noch schön das Elixier noch da weg, die 500. Geschenkt, echt. Geschenkt. Zum Glück haben wir noch angegriffen heute, ey. Geschenkt. Schlechteste Base ever, ey. Guck mal, wie viel von den Riesen ich noch übrig habe. Jetzt räume ich ihm gleich noch sein Lager leer, obwohl ich schon selber mein Lager voll hab. Soll ich damit? Ja, jetzt ist auch das kaputt. Jetzt haben wir schon 77%. Jetzt räumen die noch den Rest weg. Guckt euch den Barbarenkönig mal an. Der hat fast nichts verloren, wenn überhaupt. Fast nichts verloren. Von was auch? Von was? Wie viele Gegner habe ich gerade gesucht? War das der erste? War es, oder? Der zweite? Zweite oder der erste Gegner? Also, echt ein Witz.
Ja, auf jeden Fall, dann wollte ich ganz kurz die Gelegenheit nochmal nutzen, mich zu bedanken natürlich für die ganzen Leute, die zugeschaut haben beim Livestream heute. Ich weiß, es waren jetzt nicht ganz so viele, aber es ist natürlich, Livestream ist natürlich auch immer so eine Sache, ne? Ja, noch. Noch lacht er. Nur das hier sehen ja leider jetzt 45 Minuten. Ja, noch lacht er. Aber Hunsen und ich hatten Fun. Nicht zu knapp natürlich. War schon ganz lustig, muss ich sagen. Hat uns Spaß gemacht. Ja, Matthias ist vielleicht noch ein bisschen gekränkt, dass wir ihn jetzt überholt haben in unserer Clash of Clans Reihe. Simpsons ist ja mehr oder weniger, ja, ich will nicht sagen out, aber so, es neigt sich schon dem Ende zu ein bisschen und der war auch gut. Ja, so ist das nun mal. Und ja, ich würde sagen, es war auch so eine kleine, feine Runde, die wir jetzt hier gerade noch gemacht haben. Oh, jetzt habe ich die Clanburg gar nicht gesetzt, aber egal. Das Dorf von ihm war auch echt relativ kacke. Und Marvel wird sofort gedisst. Ah ja. Ja, ich hoffe, er hat sein Zimmer mittlerweile mal aufgeräumt. Ich muss mein Zimmer aufräumen, ich darf nicht mit beim Livestream. Ich darf nicht mit beim Livestream mitmachen, ich muss mein Zimmer noch aufräumen. Hast du dein Zimmer aufgeräumt? Ja, wir wollen es auf jeden Fall noch ein bisschen was ausbauen. Soll ich mal irgendwas Kostspieliges mal bauen? Hier so ein paar Heiler bauen wir einfach mal. Wir haben es ja. Jemand gleich 12,5 immer noch, ja, 12,5. Also Matthias auch, ne? Huhn ist 13, ihr habt ja gehört, der ist einmal sitzen geblieben. Und ja, ich mache gerade Heiler auf jeden Fall und ihr könnt ihr gleich haben. Wir bauen noch mal ein paar Drachen. Ey. Ich habe so viel Elixier übrig, das braucht kein Mensch. Oh, ein Tag noch, dann sind meine Schweinereiter endlich fertig. Geil. Im Livestream habe ich gesagt, war mit Grund in einer Klasse. Ja, vielleicht, wer weiß. Nein, war ich natürlich nicht. Also, bevor mich Gronkh jetzt hier anruft oder so und sagt, nein, was steht dir dafür nicht scheiße? Nein, war ich natürlich nicht. Wenn ich mit Gronkh in einer Klasse. Und ja, ich weiß auch nicht, womit ich jetzt hier die Zeit noch füllen soll. Komm, wir bauen jetzt einfach mal irgendeine Scheiße hier. Wir bauen jetzt einfach mal alles, was es hier hergibt. Ein paar Level 3 noch hier. Und hier, die bauen wir mal weg. Was haben wir hier noch? Warte mal. Die Drachen, die lasse ich mal einfach. Wir bauen aber hier noch, das hier bauen wir noch weg. Ich habe einfach mal Lust, mir ein bisschen Scheiß hier anzugreifen, ganz ehrlich. Und ja, würde ich mal sagen, nichts mehr zu sagen. Ansonsten, ja, Mabu, er geht ja auch schon wieder ab. Weiß ich gar nicht, warum er jetzt überhaupt dazu kommt zu schreiben. Ich dachte, er wäre bei seiner Freundin. Keine Ahnung, und deswegen bedanke ich mich schon mal fürs Zugucken, war jetzt eine kleinere Runde heute. Ich hoffe, hat euch nicht gestört. Der Angriff war ja eigentlich ganz nice und wir sehen uns das nächste Mal auf jeden Fall wieder. Und schreibt bitte ordentlich in die Kommentare rein, damit ich eure Dörfer besuche. Ich werde jeden noch besuchen, ich verspreche es. Braucht natürlich auch seine Zeit. Vielleicht mit Areto wieder zusammen mal schauen. Der hat ja heute auch einen Livestream, war ich ganz kurz, hab noch zugeguckt. Und ja, abonnieren, liken, wenn ihr wollt. Ich möchte euch da wirklich nicht zu zwingen oder so. Also es muss schon jeder mit seinem Gewissen. Oh, jetzt habe ich die Mauer verschoben. Muss jeder mit seinem Gewissen selbst vereinbaren können. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski.